Herr Wetter von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt geht der Tisch immer weiter runter, wahrscheinlich damit das Blickfeld sich erweitert. Und genau das brauchen wir für Europa. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende zweier sehr spannender und zugleich sehr ernsthafter Debatten zu diesem ernüchternden Thema: Europa, europäische Eigenverantwortung und unsere unmittelbare Nachbarschaft, der Nahe und der Mittlere Osten. Wie wollen wir Millionen von Syrern überzeugen, in ihr Heimatland zurückzukehren? Wie wollen wir Hunderttausende Syrer, die mit ihren Familien in Deutschland sind, überzeugen, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn wir Europäer es zulassen, dass Assad stabilisiert wird und wir mit europäischen Steuergeldern das, was er zerstört hat, zu seiner Festigung wieder aufbauen? Darauf haben wir keine Antwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, aus der heutigen Debatte wird klar, wenn wir Europa glaubwürdig, selbstbewusst und handlungsfähig machen wollen, müssen wir aus der Zuschauerrolle heraus und genau das ansprechen, was viele Kolleginnen und Kollegen hier heute Vormittag sehr deutlich aufgezeigt haben. Wie bekommen wir europäische Handlungsfähigkeit? Heute findet eine Tagung des Weltsicherheitsrates statt und Russland verhindert dort einen Waffenstillstand, weil Russland sagt, die Rebellen seien verantwortlich für das weitere Sterben. Auf der anderen Seite aber ist Schweden gemeinsam mit Kuwait daran, eine 30-tägige Waffenruhe in nächster Behandlung des Weltsicherheitsrats durchzusetzen. Seien wir selbstbewusst. Was ist denn Europa? Die Europäische Union ist eine der wenigen Regionen auf dieser Welt, die noch für eine regelbasierte internationale Ordnung steht. Und dafür müssen wir Strahlkraft entwickeln. Und das bedeutet, wir müssen Partner überzeugen, so wie Kuwait, dass sie unser Ansinnen für eine friedliche Lösung, für eine Unterstützung der Misturas intensiv begleiten. Regelbasierte Ordnung ist aufwendig, verträgt keinen Populismus, verträgt auch nicht, dass wir uns aus der Region zurückziehen, sondern, und ich glaube, das ist in Teilen deutlich geworden, wir brauchen eine abgestimmte europäische Strategie, wie wir sie bereits im Libanon und in Jordanien haben. Diese Länder, die jeweils ein Viertel ihrer Bevölkerung an Flüchtlingen aufgenommen haben, über 1 Million jeweils, stabilisieren wir Grenzsicherung, Wiederaufbau, gesunde Ernährung, Bildung in den Flüchtlingslagern. Im Übrigen, das wäre so, wenn die Bundesrepublik Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge aus dem Umfeld der EU aufgenommen hätte. Um das einfach mal zu verstehen, welche eine Dimension und welche eine Leistung dort vor Ort erbracht wird. Und deshalb gilt es, Libanon und Jordanien zu stützen. Ein ganz konkretes Beispiel aber für europäische Unterstützung ist der Irak. Wir müssen verhindern, dass es um Syrien herum weiter zusammenbricht. Der aus meiner Sicht völkerrechtswidrige Angriff der Türkei ist heute hier genug angesprochen worden. Mir geht es konstruktiv darum, dass wir den Irak zusammenhalten, dass wir die Kurden in Nordkurdistan ermutigen, alles zu tun, ihre Autonomie auf der einen Seite zu erhalten, aber auf der anderen Seite den Irak als Gesamtstaat erhalten. Das muss unsere Aufgabe sein. Und hier haben wir zwei Ansätze. Erstens die Eindämmung des IS, die zunehmend gelingt. Wir werden das auch mit einem entsprechenden Mandat erweitern. Und zweitens die Befähigung des Gesamtstaates, Vertrauen wieder in staatliche Strukturen zu schaffen, Aussöhnung, Wiederaufbau, Bildung heißen die Stichworte. Wenn wir das alles zusammenbinden, bedeutet das aber auch für uns als Parlament, dass wir mit Blick auf die Haushaltsausstattung für unsere Entwicklungshilfe und unserer Sicherheitspolitik alles tun, dass wir der Aufgabe der Parlamentsarmee und einer verantwortlichen Sicherheitspolitik nachkommen. Und das geht nur, wenn wir bereit sind, neben mehr Verantwortung zu predigen, unsere Entwicklungszusammenarbeit besser finanziell auszustatten und unsere Bundeswehr befähigen, dauerhaft in dieser Region tätig zu sein. Das erreichen wir mit PESCO-Projekten, indem wir zum Beispiel auf europäischer Ebene Hubschrauber, aber eben auch Entwicklungszusammenarbeit und Ausbildung und Bildung zusammenbringen und gemeinsam europäisch finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne können wir glaubwürdige europäische Nachbarschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und europäische Interessenvertretung leisten. Dafür werbe ich, dafür steht die Union. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter.